Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Farmers Live. Lange nicht drin gewesen. Ich war schon mal wieder drin gewesen, aber das habe ich nicht aufgenommen, weil ich nur knapp eine Stunde gespielt hatte. Speicherstand war auch dann nicht gespeichert und dann ach, kommt scheiß drauf. Jetzt, ich weiß nicht, wie lange ich nicht drin war. Wie lange war ich nicht drin? Ich glaube, das ist auch das erste Mal seit Full Release, dass ich drin bin. Ich würde sagen, 4 Monate war ich locker nicht drin im Spiel. 4 Monate locker nicht. Jetzt muss man da natürlich auch erstmal wieder reinkommen, ne? Ah, ärgerlich. Kasimir, die haben mich voll vernachlässigt. Ich weiß doch auch nicht, was da los war. Stimmt, im Ofen geht ja jetzt auch mehr Wasser rein. Stimmt, stimmt, stimmt. Da erinnere ich mich auch dran. Habe ich 2 Eimer? Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und YouTube, ich spiele das jetzt direkt nach dem Update. Gestern gab es ein Update bei mir. Also am 19. Januar 24 gab es ein Update bei mir. Man hat jetzt ein Mähdrescher. Es gibt jetzt einen Mähdrescher. Gibt es jetzt auch mehr Wasser? Vorher gab es doch immer 4er-Schritte. Jetzt gibt es 5er-Schritte. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt auch einen Mähdrescher. Das ist eigentlich auch ganz sexy. Aber da sind wir noch weit von entfernt, ne? Weil wir ja den Spielstand neu angefangen hatten. Was ja auch Sinn gemacht hatte dann. Und, ja, wir kommen da aber schon irgendwann irgendwie wieder hin. Nach und nach. Und mit dem ganzen Schnaps-Scheiß da wissen wir ja jetzt, was Phase ist. Ne? Sachiko, grüß dich. Guten Abend. Grüße, Grüße. Wie geht's dir? Ich hoffe, alle chic bei you. Ach so. Nichts rechts leck hier. Da geht, glaube ich, bis zu 50 jetzt rein, ne? Oder 40? Auf jeden Fall mehr. Mehr Wasser? So. Da ist eine Flasche fertig. Machen wir die mal. Wie spät haben wir es denn hier? Okay, 0.04 Uhr. So, 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 so. Zack. Ja, die ist gleich fertig. Nehmen wir den Sprit hier schon mal. Konnte man den nicht... Ach, ich war gerade voll in Minecraft, ne? Und wollte die so rüber. Naja. Da haben wir noch Maische stehen. Schade, dass er das sich anzeigt, wenn du so drüber gehst, ne? Mit der Maus, was das ist. Das wäre auch noch ganz cool. Plopp. So, hier haben wir ja den Tisch für Zigaretten und Bombenbau. Stimmt, Zigaretten, ne? Das war, glaube ich, aber nicht so einfach, oder? Aber die, da gibt es auch noch mal richtig Asche für. Aha, aha. Okay, okay, okay. Gut, dann gehen wir mal kurz knacken. Bis um 6. Ja, doch. Ja, machen wir ruhig mal. Machen wir. Ich gucke mir das mal gerade noch mal ganz kurz an. Hier Einstellung. Die machen wir erstmal wieder auf 50, die Helligkeit. Das wird nun für nachts ganz gut. Hier eigene Regeln. Ändere die Spielregeln. Krankheit und Alter der Tiere. Hatte ich an, ne? Psychologische Bedürfnisse nicht. Verrottung von Produkte. Können wir eigentlich auch einstellen, ne? Konnte ich nicht einstellen, dass Kasimir stirbt? Ich glaube, das war das, ne? Nee. Zeitablauf, Geschwindigkeit. Machen wir mal 1,5. Nee, das ist zu schnell. Nee, ich bin nicht mehr so. Nee, ich bin schon alt. Ich bin mich durcheinander. Oh, warte mal, ich muss eben mal ganz kurz den Chat aufmachen. Blub, Eggy, genau. So, Chat war gerade nach unten von YouTube. So, entfernen, 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 entfernen. Entfernen. Zug. Der Ofen muss angeheizt werden. Okay. Ja, ja, Kasimir, ich habe da die Stimme auch vermisst. Machen wir mal so. Kochen, Zuckerrüben. 6 Zuckerrüben? War das nicht vorher mal 4?
Kostet das jetzt mehr? Frechheit. Das war doch noch nichts. Das war doch so teuer gar nicht. Die Flaschen hatten wir hier, glaube ich, gelagert, ne? Er schmeißt sie immer noch so toll hin. Die können wir gleich rauslassen. Wir gucken mal gleich mal, was wir noch alles machen müssen. Auf jeden Fall diese Bombenbauern-Dings da, das mussten wir noch machen, ne? Das auf alle Fälle. Mach mal auf da. Tier herausnehmen. Ja. Mitkommen. Ich einen Eimer auf Tasch. Ja, Commander, alles geschmeidig im Schlüpfer. Oh, wach! Im wenig Augenpiss mit den Oma! Moin, heißt das! Noch nicht einmal eine einzige angehabt dieses Jahr. Wie sehe ich hier, mein Lieber? Grüß dich! Hallo, Apu! Grüße, grüße. Sorry, ich wollte nicht nur an einer Zitze ziehen. Dankeschön für deine 20 BDEs. Vielen, vielen lieben Dank. Na, wie sich hin? Wer war denn da? Gestern. Wer war denn da gestern bei Streamclips Germany? Na, wie sich hin? So. Melke die Kuh. Ja, super. Jetzt weiß ich, warum du Single bist. Du ziehst nur an einer Zitze. Ja, da haben sich auch viele drüber beschwert, tatsächlich. Hä, wie jetzt? Hast du noch nicht gesehen? Du bist da drin mit einem Clip, wo das Schiff irgendwie umfällt. Also den Clip hatte nicht ich gemacht. Das war ein anderer Clip. Da hast du irgendwie, da ist ein Schiff umgekippt und du hast deine Kamera nach unten weggezogen. Ich dachte, ich schreibe dir, aber ich dachte, na, nachher will er selber gucken. Das ist natürlich auch doof, ne? Oh, wie geil. Ja, wenn ich dir in Zukunft schreiben kann, dann sag Bescheid, dann mache ich das. Weil ich gucke das so oder so immer pünktlich. Also ich gucke das immer, wenn sie rauskommen, wenn ich zu Hause bin. Was? Ich bin total verwirrt, ne? Das, warte mal. Wo? Wie war das jetzt nochmal? Ach so, F. Mein Gott. Also ich gucke nach Möglichkeit freitags eigentlich immer, weil freitags schaffe ich es nicht, irgendwo hinzufahren. Weil das Kind ja so früh wieder da ist. Freitags gucke ich eigentlich immer pünktlich um 8 Uhr. Mittwochs, je nachdem. Jetzt kommenden Mittwoch kann ich leider nicht pünktlich gucken. Und ich hoffe, du gehst auch immer fleißig rein und stimmst ab. So, Dalle. Wie sieht das aus? Wir haben Oktober. Das ist natürlich scheiße, dass wir im Oktober anfangen, ne? Das ist unfassbar beschissen, im Oktober anzufangen. Weil, naja, okay, ein bisschen was haben wir ja hier, ne? Ja, okay. Ja, gut. Zum Winter hin stellen wir die Zeit so schneller, ne? Ganz klar. Was gibt's denn jetzt eigentlich hier beim Bauen? Gibt's da jetzt irgendwie was Neues? Misthaufen, Kompost. Okay. Gibt's noch nichts Neues, ne? Nee. Nichts, das. Okay, da. Schade. Irgendwie so einen Weg hätte ich mir gerne wünschen, ne, dass man einen Weg machen kann. Das war auch noch nicht fertig. Genau, bau etwas Größeres, ne? Das mussten wir auf jeden Fall fertig bauen. Ja. Und hatten wir das, die Fläche da schon gekauft? Ich glaube auch noch nicht, ne? Die wollte ich auf jeden Fall erst noch kaufen. Ja, wie sieht das aus mit Holz? Ich glaube, Holz hatten wir hinten aber doch ein bisschen was liegen, ne? Ach, hier guck mal, ein bisschen Schrott. A little bit Schrott. Ja, Holz haben wir ein bisschen was.
Ist doch alles weggesägt, ne? Der Trecker, war der heile? Ja. Sehr gut. Der Trecker ist heile. Das ist gut. Bäume wollte ich die hier stehen lassen. Ab hier, ne? Genau. Der gehört nicht mehr zu uns. Ich glaube, wir haben hier keine Bäume mehr zum Fällen, ne? Na, passt schon so. Halbe Stunde, dann bin ich drin in dem ganzen Spaß wieder. Lass mal erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Reinigung durch Zerstörung, das ist Bombenbau. Wir müssen noch einen Panzer wegballern und zwei zerstörte Häuser wegballern. Bring ein Tier auf die Welt. Soweit ich weiß, funktioniert diese Dinge auf gleiche Art wie bei Menschen. Du brauchst ein Männchen und ein Weibchen. Ja, die Hühner können doch auch, ne? Knatter, knatter. Überzeuge Ludwig zu helfen. Ja, genau. Ludwig überzeugen. Und das ist, glaube ich, was Größeres bauen, ne? Bau etwas Größeres, genau. Okay, Ludwig. Dann düsen wir am besten gleich erstmal zu Ludwig rüber, wa? Ja. Wenn der Ofen fertig ist, dann können wir zu Ludwig rüber. Dass wir hier nichts verbrennen lassen. Wie sieht's aus? Ja, gar nicht so gut. Nee, doch. Sieht gut aus. So. Aber auch gleich angewöhnen wieder, ne? Hatte ich nicht so eine Tonne? Ja. Nicht trinken, Kasimir. Das ist Gift. Trink. So. 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 Wie viel geht da jetzt rein? Okay, bis 40, alles klar. Wer? Flu! Grüß dich, mein Lieber! Gieße es bis zum Rand. Gieße in den Eimer. Hebe hoch. Das ist natürlich ganz sexy, ne, mit dem Fass jetzt. Wie musste man das jetzt auffüllen nochmal? Könnte man das so auffüllen? Einen leeren Eimer. So, genau. Das ist viel, viel geiler ist das. Flu, du weißt doch, du hast es kaputt gemacht. Hast es vergessen. So eine Tonne wäre ganz geil eigentlich, zwei davon zu haben, ne? Eigentlich will ich davon zwei haben. Gucken, wie viel hier reingehen. Bis 30 vielleicht? Oder doch noch mehr? Okay, wahrscheinlich dann auch 40, ne? Warum? Oh nö, jetzt ist es wieder leer. Und wo ist das Wasser hin? Ach du Sack, ey. Was habe ich denn da gedrückt? Ich habe F gedrückt, ne? Flu, wie geht's denn? Alle chick bei you? So, haben wir da 30. Wie sieht's hier aus?
Ja, guck mal, überleg mal, er muss jedes Mal zu diesem scheiß Brunnen wieder latschen, ne? Jedes Mal. So, zwei Flaschen genommen. Da müssen wir noch eine Maische rein. Haben wir noch eine Maische auf Tasche jetzt? Nee. Okay. Über die. Maische. So, wie viel Zeit haben wir da? 21. So. So, was? Muss zwar morgen um 3 Uhr morgen auf Arbeit sein, aber sonst alles tippitoppi. Ach ja, du bist hier der Schneeschieber, stimmt, ja. Ist ja nur ein Cut, aber immerhin. Ja, ist nur ein Cut, aber immerhin. Ist das erste Mal oder warst du schon mal drin, Boy? Wiesel. Boy. Ey, Boy, warst du da schon mal drin oder was? Ach ja, YouTube, es gibt jetzt auch eine Kamera hier, ne? Nee, erste Mal. Sehr gut. Von mir ist ja auch noch ein Clip drin eigentlich, ne? Oder? Nee, hatte ich einen eingeschickt? Nee, von dir habe ich keinen eingeschickt. Hatte ich einen eingeschickt? Nee, ich glaube, ich hatte einen von einem anderen ein. War das von dir oder von Paddy? Ich weiß es nicht. Ich guck nachher mal. So. Da. Bam, trick, bam, bam. So, dann düsen wir gleich zu Ludwig rüber. So, denn absolut weg. Da gehen wir natürlich zu Fuß rüber, ne? Wir sind ja hier, ne? Sportlich unterwegs. Sportlich. Wir sind so sportlich unterwegs. Boah, nee, guck mal, wir haben ja unser Drahtesel. Juhu! Klar könnte ich auf Stufe 5 rennen, ne? Aber. Juhu! Kasimir, reiß dich zusammen. Nicht saufen. Er fährt auch immer ohne Hände, also ne, er lenkt auch so nicht, ne? Macht da halt immer so mit dem Körpergewicht. Kannst du nicht, nee, okay, der bremst da, schade. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Aus. Ey, Flu, GG zu Sima Streamer Serie. Hallo Nara, grüß dich, meine Liebe. Grüße. Ja, mit der Serie, ne? Mit der Stream-Serie, ne? Müssen wir mal schauen. Weil ich ja jetzt dann auch vormittags streame, ne? Regelmäßig. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es kommende Woche aussieht. Montag nicht. Weil Montag muss ich ein bisschen was vorbereiten für den Geburtstag, für das Kind. Dienstag hat das Kind Geburtstag. Da muss ich genau noch einkaufen fürs Kind. Da weiß ich aber nicht, vielleicht schaffe ich es trotzdem für 2 Stündchen. Gerade auch wegen Videoschneiden. Weil es ja nur ausschließlich Videoschneiden ist vormittags, ne? Mittwoch Krankenhaus, Donnerstag auf jeden Fall dann und Freitag nicht. Freitags wahrscheinlich nie, ne? Aber dann auf jeden Fall Donnerstag nächste Woche. So, du bist nicht Ludwig, ne? Nee, du bist Ambrosius.
Du bist Ludwig. So, mein Lieber. Lass uns mal ein bisschen schnacken. Sollen wir ein Rennen machen? Brauchen wir eine? Reden wir? Na, wir reden mal, komm. Ja, werde mich drum kümmern. Kein Problem. Zack, erledigt. Schenke einen Verlobungsring. Aber wollte ich, wen wollte ich denn jetzt eigentlich? Wollte ich Helene? Wen wollte ich denn jetzt? War das Helene? Ich glaube, Helene war die mit dem Schnappes, ne? Ich glaube, Sophie war hier die im Laden, die Eiertante, ne? Ja, ich glaube schon. Der Gegner wird betrügen. Hä? Du kennst uns. Das wird keine normale Strecke oder ein normales Rennen sein. Und du kannst dich mit dem Wagen austoben. Bist du bereit dafür? Nee, wir haben zu wenig Geld. Ludwig, lass das. Trüger. Ein bisschen langsamer, ich kann gar nichts sehen. Oder wie ein Barbäre. Kann ich... Ach komm, lass mal hier liegen, oder? Dann gehen wir zu Fuß zurück. Fahrrad ist schön und gut, aber wenn du hier pflücken willst, ist das echt blöd. Lass mal da liegen, holen wir irgendwann eh ab. Eh nicht. Das bleibt da ewig liegen und ich weiß irgendwann nicht mehr, wo es ist. So, dann nehmen wir ein paar Beeren mit. Das ist ganz gut, dann können wir die nämlich auch verticken. Dass wir erstmal die Butze fertig kriegen, mit dem ganzen Asbester. Aber was war auch nochmal, wie spät haben wir es denn? Ach Mensch, das war vorher morgen. Pass mal auf, wir gehen mal zu JPG da, oder wie die heißt. Ich will mal gucken, wie teuer der Mähdrescher ist. Der wird wahrscheinlich dort zur Verfügung stehen, ne? Da. Ich will mal gucken, wie teuer der ist. Einfach nur schon mal jetzt gucken. Ne? Und traurig sein, dass wir den noch nicht kaufen können. Aber wir müssen halt auch noch viele andere Sachen kaufen. Ach, wir hatten ja auch schon eigentlich relativ viel gehabt, ne? Aber jetzt... Naja, komm. Vielleicht nochmal so. Will zu machen. Machst du nichts, Mensch. Und hier Pilze nehmen wir auch gerne mit. Falls mal wieder Fußpilz fehlt. Den haben wir auch ein bisschen was auf Tasche. Ach, hier, gucke mal. Gucke. Der Beer Factory-Süchtige ist da. Hallo Sören, mein Lieber. Grüße, Grüße. Guten Abend. Wie ist es denn, Sören? Kann man denn wirklich jetzt rein? Weil ich war ja auch schon ein paar Mal drin. Letztes Mal bin ich komplett ausgeflippt, weil Hubwagen hat in eine Palette festgesteckt und ging gar nichts mehr. Ist immer noch scheiße, sagst du? Ist Buggy. Ha. Haben sie jetzt ein Buggy eingefügt. Toll. Aber ein bisschen Platz ist noch, ne? Für ein paar Bugs, finde ich. Hat der Metall an den Tag auch gesagt. Ja, okay. Ich habe es eigentlich jetzt für Montag noch mal auf der Liste. Aber dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich Montag dann einfach noch mal versuche, in Brewpub reinzugehen. Aber macht Laune. Es hat definitiv sehr viel Potenzial, ne? Sehr viel Potenzial auf jeden Fall. Der Hubwagen steckt in einer Palette fest, war also nicht alles Paletti. Wie sich denn, auch wenn ich manchmal so komisch gucke. Oder dass ich mal auch schon mal meinen Schuh geschlagen habe, ne? Ich finde ja sowas selber unfassbar witzig. Aber das liegt auch am Namen. Ja, der arme Stuhl. Ja, ja.
Und Teebeutel dachte, was ist denn da los, Alter? Ist er ein bisschen krank? Ja, nee, aber Beer Factory hat definitiv Potenzial, aber was unglaublich nervig ist, einfach die Fahrt runter im Keller. Es ist einfach alles viel zu eng, auch wenn sie es jetzt ein bisschen vergrößert haben, ist es trotzdem noch einfach viel zu eng. Ja, das ist halt nervig. Dass er ständig im Beton runter sickert, das ist nervig. Ja. Oha, wen haben wir denn da? Den schnappen wir uns doch. Du bist meins. Da hab ich schon richtig Bock drauf, mein Kleiner. Die lasse ich mir richtig schön schmecken. Und in den Arsch. Und auf den Rücken. Und auf den Kopf. Zack. Der war nur krank, ne? So, so, der Keller ist also zu eng. Oh mein Gott. Ja. Hebe hoch. Aufstehen, aufeinander zugehen. So, moin Kinders. Zeige mal her hier, dein Mähdrescher. Den kriegst du wahrscheinlich, den kannst du wahrscheinlich nicht kaufen, ne? Den musst du wahrscheinlich freischalten, ne? Oder den kriege ich gar nicht hier. Den kriege ich vielleicht auch bei den anderen Typen. Wo ist der Getreidehalm in der Schnute? Das mache ich ab und zu mal mit einer Kippe. Anstatt Getreidehalm. Hm. Das ist, glaube ich, der Trecker, den ich kriegen kann, ne? Ja, das ist meine Maschine. Aber wo ist denn der Mähdrescher jetzt? Mensch, gab doch ein Update. Gut, dass du das hier gefunden hast. Da hast du wohl Schwein gehabt. Ja. Haben wir was zum Verkaufen hier? Nee, werde ich noch nicht machen. Machen wir alles im Winter wieder. Wobei, ich habe ja auch gar keinen Trecker. Ich finde das mit den Spielregeln an sich ja gar nicht so schlecht, dass du dich hier einstellen kannst. Ne? Aber vielleicht, weiß ich nicht, hätte man es auch sein lassen können. Du wärst bereit für Bausim wieder? Oh. Was sagt denn der Eggy dazu? Also ich wäre auch definitiv bereit dafür wieder. Auf alle Fälle. Ja. Mein Gott. Ja, können wir gerne im Februar angehen. Oh, er lebt wieder. Ah. Ah. Na Herrgott, Zeiten. Können wir gerne im Februar, auf jeden Fall, ja. Den würde ich auch vielleicht mal gucken, wegen Lenkrad, würde ich mal vorher schon mal gucken. Mal vorbereiten. Letztendlich mache ich es eh nicht. Da man mit Lenkrad ein bisschen fährt, ne? Die ganzen Baumaschinen. Das wäre cool. Ups. Ja. Ja. Oder man gönnt sich dann auch mal so einen Joystick, ne? Wie Sören hat. Das wäre auch cool. Ich glaube, die sind ja auch gar nicht so teuer. Ich muss hier übrigens mal mein Handy laden.
Ich muss nachher unbedingt noch was Schönes essen. Nachher gibt es nicht Milchreis. Hühnerfrikassee. Ja. Sag mal, hab ich das Tier jetzt fallen gelassen? Mein Gott. Okay. Jetzt auf jeden Fall erstmal Geld, dass wir den Bums fertig kriegen da, ne? Im Winter gehen wir ein paar Minen sammeln, ne? Da schnorren wir uns ein paar Minen im Wald zusammen. Oder wir kaufen sie. Ich habe auch keinen Bock, wieder zu sterben. Stimmt, ich erinnere mich. Letztes Mal, wo ich kurz drin war, bin ich gestorben an der Mine. Wegen nicht speichern. Du musst doch nicht gleich das Schwein wegschmeißen. Ja. Also. So. Beginnen. So, hier eine Trophäe. So. Was haben wir denn eigentlich hier draußen? Was ist denn da drin? Haben die überhaupt noch was zu fressen? Viech ist da drin. Viech. Habt ihr Hunger? Noch nicht hungrig. Okay. Er hat noch ein bisschen was, ne? Ich könnte hier noch mal was auffüllen. Ich hau noch mal was rein. Das, oder? Oder war das nur Rasen? Weiß es nicht. Glaube ich, egal, was ich da reinmache, ne? Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Der auch noch? Ah, ja, zwei immerhin. Okay. So, entfernen. Kochen. Zuckerrüben müssten auch gleich eigentlich alle sein. Zuckerrüben. Und Heidelbeermeische machen wir nochmal. So, davon. Oh, da haben wir ja noch ein paar. Okay. Zuckerrüben. Okay, da haben wir auch noch einige. Das wusste ich jetzt nicht. Honigmeische kommt mit rüber. Zucker. Stock. Ja, Milch. Tabak. Kaffee. Tee. Weiß gar nicht, ob ich Tabak angepflanzt hatte. Fleisch. Oh, Fleisch haben wir natürlich auch einiges. Ist auch ganz geil. Erstmal Ei essen. Wo haben wir den ganzen Pelz hier rumliegen? Ist der hier drin, der Pelz? Ja. Hier sind Eheringe drin, ne? Das sind keine Verlobungsringe, glaube ich, ne? Nee, das sind Ringe. Warum sind hier Kippen drin? So, oh, Eier haben wir natürlich auch ein paar. Oh ja, doch. Okay, wie sieht es hier eigentlich aus mit dem Schweinefutter? Ja, sieht gut aus, oder? Ja, doch, sieht gut aus. Okay, dann schauen wir nach den Fläschchens. Maische haben wir doch eher auf Tasche. 22 Stunden. So. Haben wir den auch drin? Ja. Ja. Feld. Muss ich gucken, nicht, dass ich vergesse zu ernten. Oh, brauche noch ein bisschen.
War hier auch was? Nö. Nö. Hat man da Tabak angepflanzt? Also ich würde denn schon, wenn wir abgeerntet haben, ne, die Zeit auch ein bisschen hochschrauben. Dass wir den Winter schnell rumkriegen. Dass ich wieder anpflanzen kann auch, weil ich würde auch gerne auf Tabak gehen. Ne? Hier haben wir auf jeden Fall nur Zuckerrüben, ne, überall. Überall Zuckerrüben. Na gut. Müssen ja trotzdem überall so ein bisschen was machen, ne? Naja, Kopfi, was fällt dir ein, das Feld zu vergessen? Ich weiß es auch, es tut mir leid. Es tut mir einfach nur leid. Ich weiß nicht, was in mir gekommen ist. Also nicht das. Das weiß ich, dass das definitiv nicht in mir gekommen ist. Oder? Oder? Oh, verdammt. Man darf auf jeden Fall nicht auf F drücken. Oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall pflückt er den ganzen Dings auseinander. Zeig mal die Map. Jo. Zaun. So. Wollen wir so, dass der noch mit drin ist oder nicht? Ja, wir machen so, dass wir den dann... Das ist ja alles noch halt unser, ne? Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Ja. Hey Tim, Junge, grüß dich. Tada. Ich wollte mal Kasimir Hallo sagen. Ich wollte mal Tag sagen. Oh Mann. Übrigens, mein Mausrad spinnt schon wieder. Moinsen, habe ja letztens gelernt, dass man auch in zwei Streams sein kann. So, wusstest du das nicht? Oder dachtest du, kommst nicht mit klar? Kann natürlich auch sein. Ist das jetzt gerade? Oh, Alter. Nee, so ist gerade, ne? Das so gerade? Das ist doch nicht. Nee, das ist nicht gerade. Wieder Probleme mit dem Mausrad? Hast du denn jetzt schon eine neue oder ist das noch die alte? Ich hatte ja beim ersten Mal Probleme mit dem Mausrad, mit der schwarzen Maus. Von Rocket. Und dann habe ich mir ja die weiße geholt. Damit hatte ich Probleme gehabt. Und irgendwann war es dann vorbei gewesen. Jetzt habe ich wieder Probleme. Ich hatte denn die angeschrieben gehabt. Die haben gesagt, jo, machen sie App, neues Update, ziehen sie raus, pupsen sie einmal rein, drehen sich fünfmal im Kreis und rufen Wutz, Wutz, Wutz. Irgendwann ging es dann. Aber nicht direkt danach. Aber irgendwann ging es dann und jetzt auf einmal hat sie wieder ein paar Probleme.